herzliches Willkommen zum Taroskop mit Ella und zwar für die Woche 25. bis 31. Januar 2021. Ich stelle euch erstmal die Karten vor, die ich verwende. Da ist einmal das Druid Craft Tarot von Philipp und Stephanie Cagom, illustriert von Will Worthington. Dann haben wir für die einzelnen Wochentage das Morgan Greer Tarot. Dann haben wir für die Klärung zusätzlich das Tarot Familia von Lisa Parker. Als Orakelkarte das schamanische Seelenorakel von Alberto Vilaldo, Colette Bernreed und Marcella Dobos. Und das Orakel, also das Orakel der Krafttiere von Colette Bernreed. Das sind die Karten, die ich verwende. Wenn ihr Interesse habt, die findet ihr auf meinem Kanal www.ella-tarosko.de unter Kartendecks. Da könnt ihr die über Amazon bestellen, wenn ihr möchtet, wenn euch das interessiert. Und wenn ihr Interesse habt für persönliche Legungen, könnt ihr euch auch in der Webseite informieren. Und ansonsten schreibt ihr mir eine E-Mail an ella@ella-tarosko.de. Ja, dann hoffe ich, dass diese Woche richtig locker wird wieder oder ein bisschen besser. So schlecht war die letzte Woche ja nicht, aber wir haben erstmal astrologisch, denke ich, einige Dinge, die ich euch dann auch nahebringen werde für alle. Das gilt dann also für alle Sternzeichen. Im Anschluss daran kommt die Astrologie für das jeweilige Sternzeichen und im Anschluss daran die Kartenlegung für diese Woche. Ja, das gilt für das Sonnenzeichen, das Mondzeichen, Venus. Das könnt ihr auf alle eure im Horoskop bekannten Zeichen anwenden. Wir sind ja alle ein Mix aus vielen Aspekten in unserem Horoskop. Das Sonnenzeichen ist ja das, was so deine Charakterdarstellung betrifft. Das Mondzeichen, die Gefühlswelt, der Aszendent zum Beispiel, auch das, was man lernen soll. Also ich wünsche euch auf jeden Fall viele neue positive Erkenntnisse und sag mal, bis gleich. So, meine Lieben, dann wollen wir mal für die allgemeine Astrologie schauen, was die Sterne so verkünden. 25. bis 31. Ja, man kann bis zum 26. so ein bisschen übers Ziel hinausschießen und zu viel wollen. Ja, das ist Mars und Pluto, Uranus, die sich da verbünden. Und wenn man entschuldigt das damit, die Mittel heiligen den Zweck und das ist vielleicht nicht der beste Ratgeber. Ja, wir hatten vorher die positive Energie, 23. 24. Aber wir schauen mal. Sonne-Uranus-Konflikt am 26. Ja, da kann man wahrscheinlich nicht mal eben eine Lösung finden. Löwe Vollmond am 28. ist eigentlich sehr schön, jedoch mit Venus und Pluto haben Machtspiele und Eifersucht da die Nase vorn. Also lieber nicht ins Abenteuer stürzen, das könnte wie gesagt in Eifersuchtsdramen münden, lieber vorsichtig vorgehen. Großes Glück können wir haben, wenn Sonne und Jupiter 29. und 30. Ja, positiv wirken. Allerdings haben wir auch Sonne und Mars in einem Aspekt, der eben aggro macht. Und am 30. wird Merkur noch rückläufig. Halleluja! Ja, und ich denke mal, dass wir auch in dieser Woche nicht wirklich viel erwarten können von den Sternen, sondern dass wir auch weiterhin mit Saturn dazu angehalten werden, innezuhalten, lieber zu beobachten, als selbst zu agieren und nach Möglichkeit, wenn wir agieren, eben nicht übers Ziel hinausschießen, nicht andere übergehen, sondern langsam überlegt und ruhig angehen. Wenn man im Stress ist, genervt ist, sauer ist, was auch immer, dann macht man manchmal Sachen, die man normalerweise nicht tun würde. Und davor warnt eben auch diese Konstellation, dass man da ja zu leicht provozierbar ist oder zu leicht bereit ist, da über seine Grenzen hinauszugehen. Davon rate ich auch dringend ab und die Sterne auch. Versuchen wir es einfach friedvoll hinter uns zu bringen und wir schauen jetzt auch mal, was bei den einzelnen Sternzeichen so möglich machbar ist, was vielleicht
helfen könnte, diese Woche eben auch noch ja, konstruktiv hinter uns zu bringen. Und dann mit Merkur rückläufig bis zum 21. Februar ist auch nicht der Burner, weil dann entstehen Missverständnisse, man selbst wird falsch verstanden oder kriegt auch selber was in den falschen Hals. Passt da bitte auf oder seid ein bisschen toleranter, auch das wieder mal, ja. Aber es hilft nichts, wenn man sich an die Gurgel geht, das hat noch nie wirklich eine Lösung gebracht. Eher, dass man sich überlegt, was kann ich dazu beitragen, jeder Einzelne. Schauen wir uns das an, wie das jetzt in den einzelnen Sternzeichen aussieht. Bis gleich. Ein herzliches Willkommen, lieber Wassermann, zur Horoskoplegung mit Ella für die Woche 25. bis 31. Januar 2021. So, wir wollen schauen, was in dieser Woche so astrologisch drin ist und was du ja nutzen kannst, was dir hoffentlich weiterhilft und was du nutzen kannst auch in der Zukunft. Ja, wir haben Jupiter, der dich natürlich unterstützt, ganz klar, mit guten Zufällen, mit guten Ereignissen. Saturn hält aber den Zeigefinger und sagt, schön aufpassen, nicht einfach machen, sondern die Details beachten. Uranus im Stier sorgt dafür, dass du eben auch schon mal vor kniffligere Aufgaben gestellt wirst und dass du dich ja, um diese Dinge kümmern sollst. Also auf Realismus. Neptun hat keinen großen Einfluss. Pluto ist natürlich in Konjunktion schon mal unterwegs und kann in Machtspiele führen, wenn man nicht aufpasst. Und dann haben wir Mars im Stier. Das ist eine relativ ruhige Phase eigentlich, aber für dich irgendwie, du bist geneigt, die Dinge voreilig anzugehen, zu schnell zu agieren, ohne nachgedacht zu haben und auch dich selbst zu überfordern, dass du zu viel arbeitest, dass du zu viel gleichzeitig erledigen willst, ja. Und da solltest du natürlich ein Stück weit aufpassen, das geht noch bis 4. März und damit noch eine ganze Weile. Das sollte ja dir zu denken geben, ob du da vielleicht in der einen oder anderen Weise mal übertreibst. So, wir haben Venus im Steinbock, 8. Januar bis 1. Februar. Ja, da passiert nicht so viel in der Liebe, aber du kannst natürlich selbst dafür sorgen, dass da gute Laune herrscht oder dass man sich trifft oder Kommunikation stattfindet. Wir haben Merkur, der ist im Wassermann und lässt dich natürlich prima argumentieren, aber natürlich, wir haben am 30. Merkur rückläufig, das bedeutet, dass die Kommunikation für alle eingeschränkt ist bis zum 21. Februar. Und das solltest du auf jeden Fall beachten, weil du verstehst einiges falsch und die anderen verstehen einiges falsch. Und schon haben wir das Chaos. In dieser Zeit sollte man nach Möglichkeit auch keine Verträge abschließen. Ja? Und ja, arbeite Liegengebliebenes auf, suche das Ende an der Fahnenstange, versuche die Dinge zu beenden, fertigzustellen, weil das sonst nachher auf dich zurückkommt. Ja, ja, und dann bist du direkt am 30. auch noch ein bisschen schräg drauf und suchst möglicherweise Konflikt. Davor möchte ich dich warnen. Es ist vielleicht gar nicht notwendig, da einen großen Streit auszuüben oder so. Es wäre sogar besser, bei der Rückläufigkeit von Merkur Streit zu bereinigen, weil die Rückläufigkeit von Merkur sich für zurückliegende Streits eignet, diese beizulegen endgültig. Aber das musst du natürlich selber wissen. Wir schauen jetzt noch, was die Karten für dich haben und worauf sie dich aufmerksam machen. Bis gleich. Ja, dann wollen wir mal schauen, was für den Wassermann jetzt in dieser Woche so drin ist. Denk dran, es ist eine allgemeine Legung. Die kann und wird nicht immer für jeden hundertprozentig passen. Aber du kannst wie die Wetterkarte dich auf gewisse Dinge vorbereiten
Und wenn sie dann nicht eintreffen, war es ja nicht so schlimm. Aber wenn du dann natürlich, wie zum Beispiel das mit dieser Kritik und so, nicht beachtest, kann es natürlich auch heiß hergehen. Wir schauen mal. Und entscheiden musst du das natürlich selbst. Die Karten können dir nur Ratschläge geben. Wir schauen uns als erstes an, welche Energie von außen kommt. Also was dir deine Mitmenschen an Energie entgegenbringen in dieser Woche. Da haben wir den Prinz der Münzen. Das ist Geduld. Das ist, man hat Geduld, man ist geduldig, man wartet geduldig. Vielleicht hat man einfach auch Geduld mit dir, wenn du so viel machst, so viel tust gleichzeitig. Also ich denke mal, das ist sehr nett und sehr freundlich. Erdenergie, Pragmatismus. Wir schauen mal, wie du dich siehst in dieser Woche. Was dein Wunsch ist, was du erhoffst oder befürchtest, was gut für dich ist, was weniger gut ist und wie die Woche für dich ausgeht. So, schauen noch mal eben. Okay, sieht man ganz gut. Okay, wir kommen zu den Wochentagen. Du weißt, ich lege Montag bis Sonntag. Bei der allgemeinen Legung kann das variieren. Das heißt, achte nicht so sehr auf die Wochentage, sondern wenn dir diese Energien begegnen. Du wirst das auf jeden Fall merken. So, schauen wir uns auch an, was der Wassermann mitbringt, also wie der Wassermann auf seine Mitmenschen zugeht, was so seine Energie ist. Was haben wir da? König der Schwerter. Deine Energie? Der König der Schwerter ist sehr sachlich, analytisch, aber nicht sehr gefühlvoll. Das muss man einfach so sagen. Und der König der Schwerter hat eine ziemlich spitze Zunge, ist sehr gut argumentativ, aber kann natürlich auch andere sehr kränken damit. Das sollte man beachten und damit vielleicht bei dieser allgemein etwas Agro-Energie vorsichtig sein. Das auch nur mal so. Ne? Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag und der Sonntag. So, wie gesagt, das müssen jetzt nicht bei dir die Wochentage sein. Das kann variieren. Und du wirst das auf jeden Fall merken, wenn das eine oder andere passiert. So, die Vorwoche hängt wie immer hinten dran. Das, was letzte Woche relevant war, kann ja noch ein Stück weit in diese Woche hineinreichen. Vielleicht ist da auch noch etwas nicht fertiggestellt. Da war ja der Hinweis, bis zum 30. möglichst alles abgeschlossen zu haben. Wenn du Interesse hast, das hängt hinten nochmal dran. So, wie siehst du dich in dieser Woche? Der Stern. Du siehst dich in deiner Energie der Heilung, des Wachstums nach den Sternen greifend. Das ist gut, wenn du dich in deiner eigenen Energie wohlfühlst. Wunderbar. Sehr schön. Was ist dein Wunsch? Kommunikation. Ja, das ist Informationen austauschen, vielleicht mit anderen Dinge besprechen, planen. Ja, ich meine, in der Zeit, wo Merkur rückläufig ist, kann man zwar oder sollte man nicht viel tun, aber man kann natürlich vorbereiten für die Zeit danach. Das geht ja bis zum 21. Februar, also fast einen ganzen Monat. Den kann man nutzen, um sich auf Dinge vorzubereiten. Hoffnung und Ängste haben wir die Königin der Schwerter. Die Königin der Schwerter ist die Energie, mit sich und anderen aufrichtig und ehrlich umzugehen. Das heißt, in erster Linie geht es darum, sich selbst Dinge einzugestehen. Also, wenn man Fehler gemacht hat und das nach außen hin verteidigt hat, das war ich nicht, bla bla bla, aber man selbst weiß es. Und damit umgehen zu lernen, also aufrichtig zu sich selbst zu sein, das ist jetzt nur ein Beispiel. Ne? Und diese Klarheit und Wahrheit lässt einen wachsen. Das ist die Hoffnung. Schauen wir uns an, was ist gut für dich? 10 der Schwerter, dass du über Kränkungen, Verletzungen hinwegkommst, dass du fast damit abgeschlossen hast. Das ist immer gut, wenn man über Dinge hinwegkommt. Nicht gut für dich in dieser Woche ist das Ass der Stäbe, ein leidenschaftlicher Neubeginn. Das kann eine Beziehung sein, Liebesgeschichte oder ein Projekt, das deine Leidenschaft weckt. Eben Merkur rückläufig, ja? Das wäre dann etwas, was wahrscheinlich sehr schwierig umzusetzen wäre. Also wenn du Verträge hast, lieber vorher oder nachher unterschreiben. Wenn es nicht anders geht, sollte das der Fall sein, solltest du auf jeden Fall das 10-mal mehr prüfen als sonst, weil gerne was vergessen wird, war Merkur rückläufig. Ausgang ist die Ferilit, das ist die Mäßigkeit, bedeutet Intellekt und Gefühl in Einklang bringen. Also ein gesundes Maß zu finden. Ja, wenn du in der Energie des Königs der Schwerter stehst, fehlt dir das Gefühl. Ja, das muss dazu kommen. Ja.
Schauen wir uns an. Montag haben wir das Gericht. Die Dinge beurteilen objektiv, wie ein Richter. Alle Aspekte, Fakten zusammentragen und dann beurteilen. Und hier haben wir auch so ähnlich wie die Ferelit oder die Mäßigkeit, dass da auch Gefühl eine Rolle spielt. Denn dein Gefühl ist ja auch etwas, womit du lebst und was dich natürlich auch vollständig macht, wenn du Gefühle akzeptierst und zulässt. Heilung ist gut. Ja? Du versuchst, die Dinge objektiv zu sehen. Dienstag haben wir die 3 der Stäbe. 3 der Stäbe bedeutet vorausschauend denken, Geduld haben, warten, bis die Schiffe in den Hafen kommen, also bis sich Dinge ergeben. Und natürlich zu lernen, aus den Dingen zu lernen. Vielleicht auch die Informationen, die Gespräche, die du führst, daraus vielleicht auch dir ein Urteil bilden zu können. Mittwoch haben wir die Herrscherin. Die Dinge sind fruchtbar. Das heißt, das, worum du dich kümmerst, wird Früchte tragen, wenn du dich kümmerst. Die Herrscherin ist eine positive Energie der Mütterlichkeit, des Wachstums, Mutter Erde zum Beispiel. Ne? Und vielleicht gilt es, mit dir aufrichtig und ehrlich zu sein, um etwas wachsen lassen zu können. So, am Donnerstag haben wir die Arbeit. Das ist der Job, das, worum du dich kümmerst. Ja, da sind vielleicht Kränkungen, über die du hinwegkommst, was dein Arbeitsleben betrifft. Und du bist oder wirst dir klar darüber, was du als Berufung siehst oder was du gerne machen möchtest. Ja? Oder dass du vielleicht auch zu viel arbeitest. Freitag haben wir die 9 der Stäbe. Du gibst nicht auf, Feuerenergie, Temperament, Durchsetzungspower, aber auch die Burnout-Karte. Das mit Gesicht zur Arbeit könnte ich mir vorstellen, dass du ganz schön Gas gegeben hast und jetzt merkst, mir geht die Puste aus. Kann natürlich sein. Und aus diesem Grund wäre auch ein Neuanfang natürlich jetzt auch nicht so dolle. Dann haben wir die Sonne, positive Energie, Optimismus, Strahlkraft, Vitalkraft. Du fühlst dich körperlich fit und du bist auch in positiver Stimmung. Das ist gut. Körper und Geist bilden eine Einheit. Am Sonntag haben wir dann die 2 der Münzen. Wie mache ich das in Zukunft? Wie gehe ich mit der Situation um? Das ist es, was du dich in dieser Woche fragst. Schauen wir uns das mal mit dem nächsten Kartendeck an. Deine Umwelt hat Geduld mit dir. Ja. Du wirst das schon machen. Schauen wir uns an. Der Stern. So siehst du dich selbst. Der Hierophant, enge Bindung. Und 3 der Stäbe, Lernen. Weiterbildung. Es könnte was mit dem Job zu tun haben, dass du versuchst, dich weiterzubilden, voranzukommen, Dinge zu verbessern. Ja, mit dem Stern, dass du nach den Sternen greifst und Ziele hast. Und da wünschst du dir Kommunikation. Da ist der Turm und da ist die 4 der Stäbe. Das hat etwas mit Haus, Heim, Familie zu tun. Möglicherweise, dass du Kontakt abbrichst oder dass du vielleicht auch umziehst, könnte sein, dass du den Wunsch hast, woanders zu leben und da versuchst, irgendwie was zu finden für dich, dass du leben willst, wie es dir Freude macht und da lernen möchtest zum Beispiel, wäre möglich. Königin der Schwerter, 10 der Stäbe. Das sind die Verpflichtungen und die 9 der Schwerter. Das, was du an Verpflichtungen eingegangen bist, macht dir Sorge. Also vielleicht hast du dir zu viel aufgehalst, auch finanziell könnte sein, und du bist dir nicht sicher, ob das alles so klappt. Gut, dann kannst du dir Ratschlag und Unterstützung holen. 10 der Schwerter, Königin der Stäbe und die 6 der Stäbe. Da haben wir eine erfolgreiche Königin der Stäbe. Und du bist darüber hinweg. Okay. Vielleicht auch, dass jemand erfolgreich ist und jemand hat dich enttäuscht. Oder, ja, 10 der Schwerter, du bist darüber hinweg. Aber warum dann diese erfolgreiche Person auftaucht, kann ich dir nicht sagen. Vielleicht ist es etwas, was dich interessiert oder dass du vielleicht doch Kontakt aufnehmen möchtest, wie auch immer. Ass der Stäbe, Ritter der Münzen, die Außenenergie und die 2 der Münzen. Also der leidenschaftliche Neubeginn, wahrscheinlich wofür du lernen willst, das ist jetzt noch nicht möglich. Das heißt aber nicht, dass es gar nicht möglich ist, das ist später. Du wächst ab.
Ne? Und mit dem Ritter der Münzen, der Außenenergie, heißt es auch Geduld haben. Das heißt nicht, dass das gar nicht geht, sondern es ist jetzt ein denkbar schlechter Zeitpunkt. Gefühl und Intellekt in Einklang bringen. Acht der Münzen, daran arbeitest du, aber du bist noch zurückhaltend. Okay, schauen wir uns an. Was ist das Gericht? Da haben wir die vier der Münzen und die sieben der Schwerter. Okay, du versuchst, naja, sieben der Schwerter ist ja die Diebstahlkarte und mit den vier der Münzen kann es Finanzen bedeuten. Es kann aber auch bedeuten, dass man etwas an etwas festhält oder dass man sich etwas nicht eingestehen will mit den sieben der Schwerter. So beim Gericht, das sind die Fakten. Vier der Münzen, du hältst daran fest und sieben der Schwerter, entweder willst du es verbergen oder du willst dich durchmogeln. Das kann natürlich, wenn du dir hier Sorgen machst, irgendwann nach hinten losgehen. Vorsichtig damit. Wir schauen erstmal weiter. Drei der Stäbe, König der Stäbe, Feuerenergie und acht der Kelche. Da ist Gefühl drin, Feuerenergie, Leidenschaft für etwas, was du lernen willst vielleicht. Da gehst du mit Optimismus ran und Weiterbildung, denke ich mal, das braucht ja auch seine Zeit und da stellst du dich gefühlsmäßig darauf ein. Königin, nicht Königin, die Herrscherin ist das. Knabe der Schwerter, Informationen in Sachen Liebe, Beziehungen. Ja, wenn wir hier die mütterliche Energie haben, vielleicht, wenn du ein Mann bist, suchst du nach einer Frau oder versuchst Kontakt aufzunehmen. Das wird von Erfolg gekrönt sein. Und wenn du eine Frau bist, natürlich in Bezug auf einen Mann, dass du neue, schöne Kontakte, Flirtkontakte findest. Acht der Stäbe, sieben der Stäbe, Widerstand. Das heißt, du stehst für deine Belange ein. Und Königin der Münzen, du kümmerst dich um Stabilität und Sicherheit. Also ist ja weitestgehend deine Angst um die Finanzen ein bisschen unbegründet. Neun der Stäbe, der Eremit und der König der Münzen. Wir haben hier eine Energie, dass du dich ein bisschen verausgabst. Du solltest in dich hineinschauen, wie du dich dabei fühlst. Auch wir hatten ja das Thema Gesundheit auch. Und König der Münzen, Stabilität und Sicherheit. Daran arbeitest du. Ja, aber versuche das mit deinen Gefühlen in Einklang zu bringen. Die Sonne, fünf der Stäbe und das Ass der Münzen. Du möchtest einen Neuanfang in Stabilität und Sicherheit, aber da ist so ein bisschen Widerstand oder Wettbewerb drin. Du bist optimistisch, aber du weißt, dass das nicht so leicht ist. Ja, und deswegen wägst du auch ab. Neun der Stäbe, da ist wieder die, Entschuldigung, da ist wieder die Karte, dass du dich verausgabst. Du brauchst ein bisschen Ruhe. Du musst regenerieren, damit du nicht auf die Nase fällst, wenn du dir zu viel zumutest. Ja? Und das sollte dir auch klar sein. Und im Grunde ist dir das auch klar. Schauen wir uns an, was dein Krafttier ist für diese Woche. Wir haben den Strandläufer, sei verspielt. Nummer 60. Nummer 60. Schauen wir uns an, was die Nummer 60 besagt. Der Strandläufer. Strandläufer sind lustige kleine Clowns, die ihren Schnabel in den Sand stecken und im nächsten Moment davon flitzen, um einer Welle auszuweichen. Das Erscheinen des Strandläufergeistes signalisiert dir, dass es jetzt gilt, auf spielerische Weise mit den Dingen umzugehen. Welche Aufgabe auch immer vor dir liegt, geh mit der Leichtigkeit des Seins an sie heran. Erforsche das Gewohnte, indem du Neues im Alten entdeckst. Wer weiß, welche Schätze es für dich zu heben gibt, wenn du dir erlaubst, zu lachen und Spaß zu haben. Das fröhliche und neugierige Wesen des Strandläufers kann dir zu einem neuen Gefühl von Lebendigkeit verhelfen, wenn du dich auf deine Fähigkeit besinnst, zu rennen und zu fliegen und ausgelassen zu tanzen. Ja, wenn du mit dem König der Schwerter zu sehr verkopft bist und nicht für den seelischen Ausgleich sorgst, dann kann es natürlich passieren, dass du ein bisschen einseitig agierst, also die Freude am Leben nicht so genießt. Also wenn du dich da mit den Fünf der Stäbe, mit deinem Wünschen nach Sicherheit und Stabilität, ja, so in Konkurrenz setzt. Ja, beides ist möglich, absolut. Ja, also Freude am Leben zu haben und zu arbeiten. Beides geht. Du musst es nur ausprobieren und ein bisschen was zulassen. Ja?
Schauen wir uns an, was die Schamanenkarte für den Wassermann für diese Woche ja, an Informationen birgt. Schauen wir uns das an. Was haben wir denn da für den Wassermann? So, was haben wir für den Wassermann in dieser Woche? So, wir haben die Karte Das Kind, die Nummer 7. So, sehen wir uns an, was die Schamanen dir mitteilen möchten, die Nummer 7. Das ist auf der Seite 34. Okay, die Essenz. Das Kind kennt den Weg zu Freude und Glückseligkeit. Es bietet dir eine ganz neue Unschuld, die jedoch diesmal nicht auf Naivität beruht, sondern auf Weisheit. Diese Karte erlaubt eine Kurskorrektur und gibt dir eine zweite Chance. Sie ermöglicht Wiedergutmachung und eröffnet dir den Himmel. Die Einladung. Das Kind tritt auf den Plan, um dich von der Gewohnheit zu befreien, stets du zu sein, und verhilft dir zu jenem Anfängergeist, der es dir ermöglicht, das Leben zu sehen, als wäre es das erste Mal. Bleib offen, um hinzuzulernen und Neues zu entdecken. Wer ist dein Partner, deine Partnerin heute? Kannst du die Person mit ganz neuen Augen sehen? Wer schaut dir heute Morgen aus dem Badezimmerspiegel entgegen? Bleib dir selbst ein Geheimnis und lern wieder zu staunen wie ein Kind. Die Medizin, das Kind kommt, um dir zu zeigen, wie du den Kurs deines Lebens korrigieren kannst, ohne bestraft zu werden. Befreie dich von der Lust am Leiden. Bei deiner Geburt warst du frei und glücklich und das kannst du auch jetzt wieder sein. Du musst dich nur sofort dafür entscheiden. Das Kind hilft dir aus dem Loch heraus, in dem du dich vergraben hast, und gibt dir deine Verspieltheit zurück. Also, das ist auch der Hinweis darauf, dass du dein Leben auch ein bisschen fröhlicher, interessanter gestalten kannst und nicht nur an Arbeit, Sicherheit, Stabilität denken musst, vielleicht an Macht oder Ohnmacht, ja, sondern auch hier, wir haben ja den Erfolg. Mit der positiven Schütze-Energie zum Beispiel oder Löwe-Energie ist auch sehr schön. Widder-Energie ist aber leider mit dem Kopf durch die Wand. Aber es gibt halt Feuer-Energie, die eben sehr optimistisch ist und auch Spaß daran hat, ja, und lachen kann und Freude haben kann. Und das finde ich sehr passend. Der Strandläufer ja auch. Auch lustig und so ein bisschen mehr am Leben teilhaben und nicht zu verkopft sein. Ja, nicht alles schwarz-weiß sehen, sondern da gibt es viele schöne Farben. Ja. Und das kann auch dazu führen, dass man dann aggro wird, wenn man nämlich keinen Spaß daran hat, was man macht. Und deswegen wäre es ganz gut, wenn du dir die Sonne einfach als Vorbild nimmst und ja, die Sonne eben auch mit ihrer Strahlkraft als positiven Aspekt in dein Leben holst. Mein lieber Wassermann, ich bin gespannt, wie du das für dich umsetzt. Lass es uns gerne in den Kommentaren wissen. Und wenn es dir gefallen hat, lass gerne ein Däumchen hoch da. Ich wünsche dir auf jeden Fall, dass du mehr Freude, mehr Spaß und mehr Lachen hast in deiner Woche. Trotz Merkur rückläufig und gerade dann. Ne? Also, wir sehen uns, wenn du magst, nächste Woche wieder. Viel Spaß und bis bald.